So reagiert man doch heute nicht auf eine Pointe. Da hoch und ein bisschen dahinhinken wie so ein bekiffter Bongospieler. Leideln. Leideln, in der Welt des Humors, da regiert zurzeit der Mob. Die Nutte. Luden statt Duden. Leidl, die ethnische Apokalypse. Feuerwehrleute, die sich die Zehen schwarz anstreichen. Franken, die sich als Frauen verkleiden. Oberpfälzer Harald Schmicklohne, sächsische Karopulizwerge. Nordrhein-Westfalen, die in überhitzten Studios mit Buddelmützen rumsitzen. Und jetzt sage ich dir eins. Der Depp ist ein Loch und braucht Nachschub. Und wenn es so weitergeht mit diesen Comedy-Sendungen, wenn es immer mehrer wird, dann brauchen die immer mehr Studiopublikum und dann werden sie alle zwangsrekrutiert. Dann hockt ihr da in diesen Studios hilflos mit einem gebilden Genicke. Leil, bitte, ich will euch doch helfen. Bitte, ihr könnt euch nicht ständig auf mich verlassen. Ich bin jetzt 65, es hat irgendwann ein biologisches Ende. Das geht nicht mehr, jede zwei Jahre mal nach Maisach in den Kultursalon kommen, in die zweite Reihe sitzen und ein bisschen vor sich hinlegen, verstehst du? Wenn du in einem Comedy-Studio überleben willst, dann musst du das lernen. So reagiert man heute auf eine Pointe. Mach's noch. Was ist es? Nein, es ist wirklich. Es ist sinnlos.